Für mich als Fan, nur als Fan, ist das das Krasseste, was Deutschrap meiner Generation passieren konnte. Ich finde, wenn jemand schlecht rappt, für mich persönlich hat er in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, hat er überhaupt keine Berechtigung, dann sich Rapper zu nennen. So. Wir sind durch das Ding gute Freunde geworden. Davor war das so aus Hip-Hop-Sicht so für uns als Fans einfach krass. Savage und Sido, die beiden Charaktere zusammen auf einem Album zu haben, das war für uns krass. In der Zeit sind wir aber richtig gute Freunde geworden. Davor kannten wir uns noch nicht mal sicher. Hast du schon gehört, dass ich MPU bestanden habe? Wirklich? Hm? Dicker. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Danke. Geil. Was denn? MPU bestanden. Mein Glückwunsch. Nice. Danke, als wenn ich schon Führerschein habe. Alle gratulieren mir immer zu. Oder Führerschein ist ja nichts mehr. Das ist ja der halbe Schritt. Wie lange war es denn ohne? Ich hatte noch nie einen Führerschein. Du hattest noch nie einen Führerschein? Noch nie in meinem Life. Ernsthaft nicht? Ja, nee. Und wieso dann MPU? Ja, weil ich... irgendwelchen... Ich wurde schon mal ohne Führerschein so. Aus dem Verkehr gezogen. Und ich, als ich zu dem Zeitpunkt, als ich mich dann neu angemeldet habe für einen Führerschein, war ich auf Bewährung wegen so einer Körperverletzungssache. Und das beides wollten die dann nochmal besprochen wissen vor einem Prüfer da, vor so einem Psychologen. Da ging es ja eben darum, warum ist es gefährlich, ohne Führerschein zu fahren? Und bin ich überhaupt in der Lage, ein Auto zu lenken oder bin ich zu aggressiv dafür? Das wollte man da rausfinden. Und? Ich habe bestanden, also ist dem nicht so. Du bist also nicht zu aggressiv zum Autofahren? So sieht's aus, von offizieller Seite jetzt. Aber das heißt, du musst jetzt auch wirklich noch ganz brav in die Fahrschule, musst du eine Theorieprüfung? Ja, den ganzen Unsinn. Hast du schon eine Fahrschule ausgesucht? Dann machst du so einen Crashkurs in 2 Wochen. Ja, ich mach so auf Turbo. Ja? Ja. Ich gehe davon aus, dass ich zu meinem Geburtstag am 30.11. meinen ersten Führerschein habe, zu meinem 37. Geburtstag. Ich will nochmal auf das Triggern und auf das Kommentare zurückkommen, weil ich nämlich da so das ganz interessant finde. Trotzdem gibt es ja bei dir aber auch Dinge, die dich irgendwann triggern. Ja. Das ist ja deine Hemmschwelle nur einfach wesentlich. Und man muss aber auch dazu sagen, ich mache mir oft auch einen Scherz. Wenn ich auf irgendwas, was gegen mich gesagt wird, mal ganz schnell eine lustige Antwort habe, ja, dann poste ich das. Wie als Babassat irgendwas gesagt hat gegen mich, habe ich einfach mal Babassat gepostet. Das fand ich super witzig, aber auch ich war ihm nicht böse oder irgendwas. Ne? Das war einfach ein Versuch von einem lustigen Konter, weil der so spontan war. Ich fand den super witzig. Aber du hast dann ja live mitgekriegt, was ihn sauer macht und wie schnell es ihn sauer macht. Ja. Was macht dich denn sauer? Das heißt sauer, beschäftigt. Ja gut, beschäftigt. Ja. Obwohl den einen oder anderen wollte er auch, hat er überlegt, wie man den jetzt am besten umbringen lässt. Nein, aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, was mich jetzt so. Das ist, bei mir ist es wie so ein Fass und irgendwann läuft es über, so mäßig. Ne? Zum Beispiel, nur mal als Beispiel, jetzt gehen wir wieder auf irgendeinen Journalisten, aber Falk. Ich habe ja Falk mal erwähnt. Bei Falk fing das für mich, die Geschichte mit Falk fing ganz früh an, damals auf dem Splash, wo er uns noch scheiße fand und mir ins Gesicht gesagt hat, wer seid ihr, als ich gefragt habe, willst du uns nicht auch mal interviewen? Dann war er ein riesen Fan, fand alles toll, wollte immer wieder Interviews mit uns machen, weil es ihm natürlich auch was bringt. Und am Ende ändert sich diese Meinung wieder und er sagt mir dann auf dem Red Bull Soundclash, Dicker, mach doch mal wieder auf richtig hart, du wirst voll weich, irgend so ein Schwachsinn, will er mir sagen. Der Typ, der uns damals nicht interviewen wollte, weil wir ihm zu hart waren. Ne? So, das ging dann eben über 10 Jahre und irgendwann war dann so ein Fass voll. Also ich puzzle das alles zusammen, was ich über die Beziehung von mir zu Falk weiß. Andersrum, ne? Gibt es ja aber auch den Moment, wo du ihn exklusiv auf deine Plattform holst, damit du ein Interview, also damit er das Interview, ja, mit dir macht. Das war davor, das war alles davor. Genau. Aber das war auch schon so die Zeit, wo Falk seinen Absturz schon begann. Ne? Der führt ja jetzt ein ganz anderes Leben. Na, ich würde es eher so formulieren, dass er auf jeden Fall, ich muss ja mal ein bisschen Lanze für ihn brechen, da auf jeden Fall ein paar Jahre sich sehr intensiv mit einer der jüngeren Generation auch was Rap beschäftigt hat, sowohl musikalisch wie auch vom Lifestyle her, was ihm ja dann auch oft ins Gesicht gesprungen ist und ja offensichtlich dann bei dir auch das Fass zum Überlaufen hat bringen lassen. Ja, dieser so ein bisschen Fähnchen im Wind mäßig, was man eigentlich gar nicht von ihm denkt, aber das so ein bisschen war, zumindest bei uns war er das so. Ne? Erst fand er uns scheiße,
zu hart und was auch immer, dann hat er uns geliebt und irgendwann sagt er mir, mach mal wieder richtig hart. So wie er es früher gehasst hat an uns. Ja. Also was soll man dann da glauben? Das war mir ein bisschen, ja. Da hast du in der letzten Promophase auch schon ein kleines bisschen drüber gesprochen. Es wirkt dann aber so, wenn ich bei dir das Gefühl habe, wenn man auch deinen Twitter-Account und Facebook so durchguckt, dass ständig jeden Tag du im Prinzip dich mit irgendetwas auch beschäftigst und dich an etwas reibst, wirkt es bei dir, wenn man sich die ganzen Social-Media-Kanäle anguckt, wirklich so, als ob es alles so an dir vorbeigeht. Naja, guck mal, es gab einmal den Moment, wo ich einen längeren öffentlichen Brief verfasst habe bei Facebook, wo ich darüber gesagt habe, ich finde es lächerlich, wenn 12-Jährige sagen, mach mal wieder wie früher. Ne? Offensichtlich 12-Jährige, weil bei Facebook kann man das sehen, wer das gesagt hat. Ne? Und die dann sagen, mach mal wieder wie früher, sowas finde ich lächerlich. Habe ich mich einmal ausgelassen, fertig war dann die ganze Chose für mich, weil jeder kennt jetzt meine Meinung, fertig. Das müssen wir gar nicht mehr diskutieren, das ist meine Meinung, ändern wirst du sie eh nicht. So, dann ist das für mich erledigt. Ich bin kein Diskutierer, ich diskutiere nicht gerne, weil ich nicht möchte, also ich möchte auch niemandem von meiner Meinung überzeugen. Das ist mir auch egal, ob jemand denkt wie ich oder nicht, das ist mir auch egal. Bist du denn auch nachtragend? Ja. Ja? Ich bin nachtragend. Bist du nachtragend? Also wenn die Person, die theoretisch Schuld hat, wenn die kommt, sich entschuldigt, ist für mich die ganze Sache sofort gegessen. Also wenn man sich die Hand gibt, ist für mich alles gegessen. Ja. Ich glaube schon noch so an alte Werte so. Ja, das meine ich aber, das ja, wenn man sich entschuldigt, wenn man das, die Sache geklärt hat, ist sie geklärt. Aber ich kann jahrelang mit jemandem nichts zu tun haben, wenn ich den gefressen habe. Kein Problem mit. Apropos fressen, lass reingehen. Ja, da rein. Der ist gut hier? Ich lieb den. Sigi lädt heute ein, daher geht er jetzt vor. Ich hätte gerne Yapche mit Fleisch und Bulgogi einmal bitte. Bulgogi mit Rind. Wie wird es ausgesprochen? Bibimbap? Bibimbap. Hm? Bibimbap. Ich hätte gerne diesen Bibimbap, aber vegetarisch bitte. Bibimbap. Nee, hier geht nur die Karte. Skibidibap. Nimm doch auch ein Skibidibap. Ist das Fleisch? Veganer. Es gibt Bibimbap vegetarisch. Bruder, seit wann lebst du vegan, Alter? Was für Dokus hast du geguckt? Ich wollte schon sagen, warum bist du so dünn? Wenn so zwei Eifertiere zusammen ein Album machen, ne? Ist der Findungsprozess länger als der Albumprozess? Also sich erstmal abklopfen, mal gucken, wie arbeitet man zusammen, bevor man wirklich anfängt zu arbeiten? Wir haben ja ab Tag 1 gearbeitet eigentlich. Ja. Also mehr oder weniger. Ja gut, aber ist vielleicht dann erstmal das erste halbe Jahr am Ende wieder weggeschmissen, oder? Nee, wir haben aber länger gebraucht, als ich zum Beispiel normalerweise brauche für ein Album. Viel länger. Aber wir waren in 4 Studios oder so, glaube ich, in der Zeit. Schon auf jeden Fall intensiver am Album gearbeitet. Weil man sich oft nicht so einig war. Ne? Aber trotzdem, so hat jeder ja über die Jahre einen ziemlich eigenen Kopf. Ja, deswegen waren wir uns oft nicht so einig. Worüber wir uns eigentlich waren, wir haben uns davor so 2-3 Mal in Berlin getroffen, unabhängig jetzt vom Telefonieren und so, sondern wirklich live to live. Und wir haben auch gesagt, ey, es ist schon wichtig, dass zum Beispiel jeder seinen Produzenten mitbringt und dass wir echt alles fair machen irgendwie und dass wir, wenn uns was nicht passt, dass wir es auch von Anfang an sagen. Dass wir jetzt nicht die ganze Zeit das alles für uns behalten und dann irgendwann Abfuck haben oder so, sondern einfach wirklich auch direkt sagen, ey, das ist nicht so geil und so, weißt du, ihm ist eh scheißegal, er ist da eh super offen, das ist halt, voll scheiße, der Beat so. Ich bin ein bisschen einfühlsamer manchmal so, weißt du, aber das war gut, das hat uns sehr, sehr gut getan. Also wir haben sehr wenig Verschleiß gehabt, würde ich sagen. Aber es ist schon so, dass du, ich glaube, irgendwo hast du das erwähnt, dass du erstmal lernen musstest, ihm zu sagen. Ja, na klar, man will den anderen ja auch nicht abfacken. Ne? Und da braucht man natürlich die richtige Art, das zu sagen. Und man will auch nicht Hund sein. Ne? Man will nicht abfacken und man will nicht Hund sein. Also muss man den Weg dazwischen finden. War das schnell gefunden? Und andersrum gefragt, liegt das vielleicht auch daran, weil ihr jetzt mittlerweile so viel Erfahrung habt und auch so viel gesehen habt, dass es vielleicht auch ein anderer Ansatz ist, zusammenzuarbeiten? Geht. Guck mal, wir waren einen Monat in L.A. und ich war mit dem Album nach L.A. noch nicht so glücklich wie zum Beispiel nach München. Weil in München haben wir dann nur noch Tracks gemacht, gar kein Thema mehr. Nur noch Battleshit so. Und da hat es dann angefangen, mir Spaß zu machen. In L.A. würde ich sagen, haben wir die ganzen Themendinger abgefrühstückt. Haben wir überhaupt danach noch ein Themateil gemacht? Nee, wir haben nur die Dinge aus L.A. Ja. Und wir haben sogar welche davon weggeschmissen. Und danach, also bei mir war es wirklich so, der L.A.-Part war aber auch aufgrund des Wetters und so weiter, war für mich jetzt nicht so geil.
war für mich krampfiger. Und dann in München war dann so, oh, Komfortzone. Es ist wieder relativ kühl so ein bisschen und wir sind wieder in Deutschland. Das war cool. Jetzt muss ich die Frage stellen, wolltest du hören, wie war denn das Wetter in L.A.? Das Wetter war super, Savas war viel zu heiß. Der kam nicht klar mit seinem Leben. Der mag es nicht, wenn es heiß ist. Ich glaube, der wäre lieber im Schnee gewesen oder sowas. Aber für einen Arbeitsprozess ist es ja auch einfach schwer, oder? Wie kommst du da in Wallung? Das ist geil. Wir waren direkt, wir konnten aus der Studiotür gehen, draußen auf die Terrasse und standen auf den Hills in der Sonne. Da konnte man dann immer noch die Mucke hören und schreien. Ich fühle das gar nicht. Er findet das richtig geil. Nur in Shorts, dann einfach Dings, ein Rauchen im Pool, chillen, so. Das ist für ihn sein Leben genießen. Ich bin da anders irgendwie. Nee, aber ich kann da auch arbeiten. Ne? Ja. Wenn ich weiß, ich schreibe jetzt hier 4 Stunden und dann gehe ich raus im Pool, motiviert mich das. Ne? Also, ja. Ich war nicht einmal im Pool. Nee, in 4 Wochen nicht einmal. Sind denn die Arbeitsweisen unterschiedlich bei euch beiden? Ja. Was unterscheidet euch? Ja, aber es hat sich dann wir haben einen Weg gefunden dann. Also es geht ja um Uhrzeit, es geht um die Art, wie man das schreibt. Das zum Beispiel, genau. Wann fängt man an? Wir schreiben jetzt einen Song, setze ich mich hin und schreibe. Er braucht irgendwas. Irgendwas muss mit ihm erstmal passieren, damit er sich hinsetzen kann und schreiben kann. Er kann nicht so, komm, wir setzen uns jetzt hin und schreiben. Das kann er nicht. Was muss passieren? Weiß nicht. Ich warte auf diesen magischen Moment. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich versuche wirklich da irgendwie einzutauchen und selber schon irgendwas zu sehen, zu fühlen, zu hören. So. Und er ist da halt auch Gott sei Dank ein bisschen emotionsloser, was das angeht. So. Deswegen konnten wir dann bei manchen Sachen, wo ich dann rumgeheult habe, oh, bitte nicht der Beat, bitte nicht der Beat. Und er so, mein Gott, jetzt heulst du wieder rum wegen dem Beat. Also wir haben auch viele Aufnahmen, da siehst du das so, weißt du, wir sind wie so ein Ehepaar. Und er so, man, komm nochmal klar auf dein Leben. Und dann ist er manchmal auf mich zugekommen halt. Ja, auf einem ganz anderen Beat eingerappt und dann am Ende ist es ein anderer Beat geworden, der ihm besser gefallen hat. Es ist ja trotzdem dann aber, wenn dann zwei Alpha-Tiere, zwei große Stars zusammensitzen und ja, man einigt sich darauf, dass man Kritik äußern kann, aber trotzdem wirst du doch einen Moment haben, wo du dann denkst, Alter, das kannst du nicht rappen oder du denkst, oh, das ist doch vielleicht von der Struktur her. Ja, aber das sagen wir. Aber auch nie so dramatisch, Alter. Also das war ja nie auf dem Punkt, wo man gesagt hat, oh mein Gott, jetzt gehe ich aus dem Raum, weil ich habe gerade Fremdschämen. Ja, wollte ich sagen, aber versucht man sich zu verbessern oder akzeptiert man die andere Seite so, wie sie ist? Es gab ein, zwei Lines, die ich auf meinem Album so gesagt hätte, ich will auch nicht näher darauf eingehen, aber zwei Lines, die ich auf meinem Album ohne Probleme so gesagt hätte, wo Savas mich nächsten Tag anrief und gesagt hat, ja, super Strophe, aber ich muss auch dahinter stehen, das ist unser beider Album, ich muss auch dahinter stehen, da kann ich nicht hinterstehen. Würdest du was machen? Habe ich geändert. Und du andersrum? Was andersrum? Ja, Kritik angenommen an seinen Sachen. Gab es die? Hat er an deinen Texten rumgedoktert? Naja, ich kann mich jetzt nicht genau an so Sachen erinnern, aber es gab immer wieder mal irgendwelche Momente. Zum Beispiel bei Hooks war das ganz krass so, ne? Weil ich habe es immer ein bisschen zu kompliziert gemacht und das fand ich voll gut. Dafür war ich sehr dankbar so. Er hat sich dann einfach dann auch eingemischt und meinte dann, ey, so, weil ich habe immer gesagt, ey, bitte, wenn ich jetzt, weil sein Ding ist genau immer so, wir müssen mit Hook anfangen, ja? Und dann war ich irgendwann dran mit Hook, dann habe ich gesagt, okay, aber dann lass mich kurz alleine so, ne? Ich möchte das jetzt nicht vor dir schreiben wie so ein Opfer. Dann habe ich das so eingeguided und dann hat er sich angehört und meinte, ey, lass mal den zweiten Teil komplett wegschmeißen, so übertrieben radikal so, ne? So kennt man das ja normalerweise auch nicht, dass jemand kommt und sagt einfach, lass mal den zweiten Teil wegwerfen, so. Und ich dann erst, oh mein Gott, so, weißt du, warum, wie, lass wegwerfen, so, ich habe das gerade geschrieben. Und dann aber, also da war ich dann auch nicht so, nicht dickköpfig oder so. Dann haben wir es auch gemacht und ich würde sagen, in den Fällen, wo wir uns gegenseitig verbessert haben oder irgendwie einen Vorschlag hatten, hat sich das, es hat sich wirklich verbessert immer. Es ist immer zum Guten. Weil wie gesagt, ich bin immer zu verschachtelt bei dem irgendwie, was ich mache. Er macht es mehr so direkter. Und das hat gut funktioniert so, also das hat sehr, sehr gut geholfen so. Hast du Workflow-mäßig dir was rausgeholt aus der Zusammenarbeit, was du beim nächsten Mal beim Solo-Ding anders machst? Nee. Nee, ich bin einer, ich fahre irgendwo hin, stehe morgens auf, frühstücke, mache mein Ding und ab 10 Uhr sitze ich im Studio und schreibe. Dann bin ich abends um 8 Uhr fertig mit dem Song, habe den aufgenommen, bin fertig oder nicht. Und wenn ich nicht fertig bin, schmeiße ich ihn eher weg oder packe ihn erstmal zur Seite. Und dann mache ich noch mein Ding die letzten paar Stunden, gehe pennen. Ich arbeite. Ich muss nicht warten, bis mich die Muse küsst oder irgend sowas, sondern ich arbeite. Und weil es bei mir schon immer so funktioniert hat. Und bei Savas hat es eben immer so schon funktioniert. Deswegen glaube ich nicht, dass einer von uns beiden irgendwas anders machen würde jetzt, weil es einfach auf unsere Art so gut funktioniert. Ne? Du wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich nehme das mit den Hooks, für mich persönlich nehme ich das schon mit, Alter. Dass ich
überhaupt dieses Verständnis, das ist mir bei meinen Flow-Dingern damals, mir das schon irgendwann aufgefallen, dass ich mir gesagt habe, was ich hier mache oder was ich veranstalte, das wird ein Otto Normal 0815 Rap-Hörer, der peilt das sowieso nicht. Für den klinge ich einfach nur, als ob ich nicht mehr alle Latten am Zaun habe. So, ne? Also ich einfach, warum übertreibt er so? Und bei den Hooks habe ich das für mich noch nie so richtig wahrgenommen. So. Aber ich würde schon sagen, dass ich das bis zu einem gewissen Maß so mitnehme, dass ich mir sage, es muss nicht alles immer kompliziert sein. So, und das habe ich letztens auch zu Chris, zu CR7Z, weil wir haben über sein Album geredet. Da meinte ich auch zu ihm, habe das auch, glaube ich, als Beispiel auch sogar gebracht und meinte ich so, ey Dicker, ich habe das für mich jetzt gerade auch so gesehen, dass die Hook ist auch irgendwie vielleicht auch manchmal zum Erholen auch da. Oder zum einfach die Sachen kurz und knackig auf den Punkt bringen. Man muss da nicht, man hat ja schon zweimal 32 Takte da gerappt. Oder 3x16 oder was auch immer. Da muss man nicht jedes Mal immer Vollgas bis zum Get-No, so weißt du? Das nehme ich schon mit, auf jeden Fall. Euer Pressetext hat so eine schöne Zeile. Da steht unter anderem, dass es so ein bisschen das Ziel war, ein, Zitat, zeitloses Album zu schaffen. Das ist jetzt der Pressetext, den ihr wahrscheinlich selber nicht geschrieben habt. Nee, aber das ist immer mein Ziel. Bei jedem Album ist das mein Ziel. Ich glaube, dass man hier im Vorfeld schon sagen kann, dass es zeitlos wird, alleine durch die Combo. So. Also für mich war klar, als feststand, dass wir beide dieses Album machen, für mich als Fan, nur als Fan, ist das Krasseste, was passiert, dass Deutschrap meiner Generation passieren konnte, dass wir beide ein Album machen. Und wie macht man ein zeitloses Album? Ja, wir hätten jetzt auch abtrappen können, ne? Und sagen können, es wird jetzt alles Trap, weil das jetzt gerade funktioniert. Ich habe einmal den Fehler gemacht, ich habe einmal Freunde der Sonne gemacht, aus dem Impuls heraus. Und das würde ich so in der Form wahrscheinlich nicht mehr machen. Außer es wäre mir wurscht so, ne? Aber bei einem Solo oder Collabo, wo ich das so wirklich, wo ich mir denke, ich möchte damit noch in 10 Jahren, 15 Jahren noch auftreten können, würde ich das nicht machen, dass ich mich an einen Trend binde, so. Das heißt, die Soundauswahl ist auch schon sehr bewusst dann so, dass es halt nicht versucht, neue Anleihen sich zu suchen. Ja, es ist schon modern, aber ne, es ist ja, nicht trappig. Das ist ja schon logisch, finde ich. Also aber die Jungs produzieren schon so. Dazu produziert ja irgendwie klassisch und Smooth produziert auch klassisch. Sergey hat klassisch produziert, also das war jetzt... Es klingt aber anders. Es klingt nicht 90er oder so. Von den Sounds her, von dem Soundbild und so weiter klingt super modern. Finde ich. Es ist jetzt nicht so dumpf, wie es damals war. Du hast schon das Album gehört. Ja. Na, beantworte doch mal. Das ist ja im Zweifel euer Job, diese Frage zu beantworten. Ja, ich glaube nicht, dass man es wirklich in diese Boom-Bap 90er-Ecke stecken kann. Ich glaube, man kann es auch nicht in die Royal, also Leute, die einen Royal Bunker Release erwarten, ne, so. Die werden enttäuscht sein. Ja, natürlich. Es ist nicht so dirty wie Dinge, wie wir das früher alles gemacht haben. Nicht so eine Beats, die nur aus der Not heraus entstanden sind bei uns damals und so. Und die Qualität ist ja auch nur aus der Not heraus entstanden bei uns. So wird es nicht sein. So ja, ist es nicht. Um jetzt mein Feedback dazu zu geben, ich finde es schon interessant, dass es verschiedene Künstler auch aus diesen goldenen Zeiten von erster Deutschrap, zweiter Deutschrap Stufe so aus den letzten 20 Jahren irgendwann mal versucht haben, warum auch immer, aus eigenem Anspruch oder aus vielleicht Marktgründen, Sound und Ästhetik so ein kleines bisschen zu verändern. Und das ist, korrigiert mich selber, aber bei euch im Prinzip die ganze Zeit nicht gewesen. Natürlich wird es irgendwann qualitativ besser, ja, das ist ja vollkommen klar. Das ist dann nicht mehr die Playstation, mit der man arbeitet. Aber der Anspruch und das Grundgefühl für Rap und das, wie das klingen soll, das ist bei euch beiden ja im Prinzip, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Ja, aber bei uns beiden auch so eine krasse Entwicklung. Also wir rappen nicht mehr genauso, wir haben uns auch dem Style angepasst. Früher war es egal, Doppelreime und der ganze Unsinn, das war früher scheißegal. Dann gab es eine Zeit, wo es sehr, sehr wichtig war. Ne? Heutzutage ist es wieder ein bisschen egaler geworden. So, man geht trotzdem mit der Zeit und versucht sich immer weiterzuentwickeln, ne? Und nicht stehen zu bleiben bei vor 20 Jahren und so weiter. Und das merkt man bei uns beiden ganz krass. Ne? Früher war Savas zwei Takte durchrappen, Pause, zwei Takte durchrappen, Pause. Heutzutage gar keine Pause, ne? Also immer wieder, also das steckt immer eine Weiterentwicklung auch in den Flows und so weiter. Also auf die Frage nochmal, du hast uns vorhin gefragt wegen hungrig und so weiter. Ja, genau. Ne? Wir sind immer noch hungrig und wir ruhen uns nicht aus auf unseren Lorbeeren, sondern wir versuchen immer wieder eine Schippe draufzulegen bei jedem neuen Ding, was wir machen. Das ist unser Anspruch. Darauf wollte ich nämlich jetzt in diesem Zusammenhang hinaus, weil
es ist ja dann schon fast ein Anspruch an sich selber, den man heute haben kann, wenn man das, was man macht, wofür man steht, die Qualität, die man hat, das ist dieser schmale Grat zwischen, ich mache immer das, was die Leute haben wollen, oder nein, ich mache aber genau meinen Stil und gehe ein bisschen gegen den Trend. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, was mit Palmos Plastik im letzten Jahr passiert ist, ich habe, weiß nicht, vor 2-3 Wochen mal so einen Effekt gehabt, dann mache ich bei Spotify eine deutsche Playlist an, lasse die einfach nebenbei laufen und merke einfach, 12 Nummern klingen alle gleich. Ist gar kein Deutschrap. Deutsch. Gesang mittlerweile. Deutsch, ne? Aber guck mal, ich glaube, bei uns ist schon auch das Ding, wir sind nie in eine Krise geraten. Ne? Also weder Sigi noch ich waren an dem Punkt, wo wir 1000 CDs nur noch verkauft haben und zu jemandem kommen müssten, Bruder, bitte hilf mir irgendwie. Und der so, na, dann müssen wir jetzt mal alles überarbeiten. Du brauchst jetzt einen neuen Sound und eine neue Optik und du darfst keine Sonnenbrille mehr tragen, sondern du trägst jetzt so einen Federhut. Also wir sind nie an den Punkt gekommen, wo wir so verzweifelt waren, dass wir irgendwas anderes machen müssen. Und wir haben fast jedes Jahr ein Release gehabt, ob es ein Kollabo war, ob es ein Solo war, irgendwas. Und wir sind die ganze Zeit auf der Bühne, sind immer am Start, sind immer mittendrin. Also ich habe noch nie in den letzten Jahren nicht mal eine Sekunde darüber nachdenken müssen, so, ey, was soll ich jetzt beim nächsten Album machen? Was mache ich? Sondern ich denke einfach, ich mache jetzt das nächste Album. Ich hab jetzt, und dann suche ich mir den Beat aus, der mir gefällt, und dann rappe ich darauf, so wie es mir gefällt, so, weißt du? Also ich denke schon, dass das, ich glaube, ohne dass es jetzt irgendwie ich kriegen soll, wenn jetzt 5 Sterne Deluxe zurückkommen, dann kann es schon sein, dass vielleicht 2/3 der Band die letzten 10 Jahre, so würde ich denken, keine Musik gemacht haben und jetzt etwas machen, was entweder ganz anders sein muss, weil die sich jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt das Ganze, oder vielleicht genauso klingen wie damals. Aber ich weiß es auch nicht ganz genau. Tobi hat ja Techno gemacht jetzt lange. Ja, genau. Ne? Genau. Erfolgreich auch. Ne? Humbutika, sehr erfolgreich, genau. In der Kombo unterwegs. Also ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr elektrisch wird jetzt. Ne? Ich habe nichts gehört auch genau, von den Sachen vorher. Wenn wir kurz darüber reden, fand ich das da ganz interessant, weil das nämlich ein schwieriger Anspruch ist, den Künstler haben. Oder der an Künstlern gestellt wird, dieses klingen so wie früher, aber das will der Künstler nicht, aber trotzdem die Ästhetik und das Gefühl davon geben, dass man den Leuten trotzdem das gibt. Und das haben 5 Sterne mit dem Album geschafft. Ja. Das klingt halt wie 5 Sterne, also die waren ja damals schon ein bisschen verrückter und ein bisschen experimenteller für den Markt damals, in dem wir unterwegs gewesen sind. Und das ist es heute auch schon wieder. Es ist sperrig, es ist natürlich auch mit Elektro-Sounds. Durch, na, dann haben sie es ja genau richtig gemacht. Genau. So. Die Frage ist am Ende, wie viele Leute das wirklich interessiert, wie viele Leute 5 Sterne Deluxe noch kennen. Da habt ihr den Vorteil, ob dass das dann jetzt so eine große Rolle spielt, weiß ich nicht so. Natürlich, für den Erfolg. Aber es stimmt schon, wir sind in einer komfortablen Situation. Wir sind nicht verzweifelt. Wir sind nicht zwei, die um uns überleben, dass wir jetzt gerade noch so noch mal kurz, so, wir stecken bis zum Hals im Treibsand und wollen noch einmal atmen. So fühlt sich das nicht an. So. Aber wie holt man sich dann Hunger? Nee, weil es geht mir nicht darum, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Geld verdienen, ja. Nicht so viel Geld wie möglich. Das ist bei mir wirklich... Geld verdienen ist wichtig. Man muss über die Runden kommen. Ja, ein bisschen mehr als über die Runden kommen ist auch okay. Aber das ist nicht mein Anspruch an meine Musik. Also ich weiß auch, dass mit Musik irgendwann vorbei sein wird und macht dann auch Geld mit anderen Sachen. Das ist nicht das Ding. Aber Musik ist mir immer wichtig. Also für mich auch als Künstler. Mein Album zu hören und mir zu sagen, geil, hast du wieder eine Schippe draufgelegt. Hast du jetzt, also, wenn man mein erstes Album hört, ich weiß nicht, ich glaube, du findest keinen Doppelreim, keinen einzigen Doppelreim auf meinem ersten Album. War mir auch scheißegal und ich habe ein anderes Augenmerk gelegt. Irgendwann, also ich wollte mehr Sinn haben. Mittlerweile habe ich Sinn und die Doppelreime und das, also ne, ich habe mich immer wieder weiter, ich hätte mich auch darauf ausruhen können, dass mein erstes Album so gut funktioniert. Aber mir geht es eben um die Musik, mich zu verbessern. Mir zu zeigen, dass ich es besser kann. Nicht anderen, das ist mir auch egal. Mir zu zeigen, ich kann es doch besser. Ich kann mein letztes Album ein Jahr, nachdem es rauskommt, schon wieder nicht mehr hören. Ne? Ich bin mir sicher, sobald... Das Vegetarische? Dankeschön. Ich höre unser Album gerade rauf und runter. Ich bin mir sicher, in 2 Wochen, wenn es rauskommt, kann ich es nicht mehr hören. So, aber ich höre es rauf und runter, weil ich es so geil finde. Und dein Hunger? Ich kann gar nicht, für mich persönlich so, ich ekel mich davor, wack zu sein. Und ich ekel mich auch vor wacken Rappern. So. Das klingt jetzt wie so eine Floskel, aber ich schwöre, das ist so. Ich finde, wenn jemand schlecht rappt, für mich persönlich hat er in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, hat er überhaupt keine Berechtigung, dann sich Rapper zu nennen. So. Geschweige denn MC so. Also wenn ich auf der Bühne stehe dann, oder beim Splash, dann denke ich mir, wer ist der beste Rapper, der hier auftritt? Okay, heute tritt Royce hier auf. Ich will, dass Royce meine Show sieht und sagt, dieser Typ ist super. Weißt du? Ja. Joel Ortiz ist einmal zu mir nach einer Show zu mir gekommen, hat mir ein Shake gegeben und meinte, real Hip-Hop in its flesh. Das war für mich so ein Kompliment. Joel Ortiz verkauft 10% von mir. Aber es ging darum, dass ich weiß,
das ist ein echter MC, so weißt du, direkt aus dem Herz von Hip-Hop, so weißt du, aus New York, aus dem Mekka und der sagt mir das, weil der das gefühlt hat. Deiner? Nee, das, nee, das ist vegan ohne Ei. Ach, das ist vegan, dann ist das hier meins, ja. Dann machen wir beim Herz von Hip-Hop gleich weiter, aber jetzt gibt's erstmal was zu essen. Ja, wenn ich in der Welt unterwegs bin, finde ich die Internationalität von Städten geil. Ich liebe so New York und L.A. dafür, dass sie so international sind. Wenn ich mir mal vorstelle, dass das eine eigene Stadt stattfindet, dann ist es irgendwie kacke. Es ist wirklich kacke. In Frankreich zum Beispiel, wenn du Dinge auf Englisch bestellst, ja, Paris gucken sie dich doof an. Gucken sie dich doof an, sagen, was willst du? Ja. Auf Französisch jetzt. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Französisch. Wie man, was willst du auf Französisch sagt, weiß ich jetzt nicht. Aber das sagen die dann da ein. One Cola. What? Ja. Ich habe Cola gesagt, du Spaß. Was verstehst du nicht an Cola? Ist doch auch ein universelles Wort auf der ganzen Welt. Cola ist Cola. Wie Latte Macchiato. Ist Latte Macchiato auch überall auf der Welt. Ist Latte Macchiato, Latte Macchiato. Fuck dich Berlin dann irgendwann ab? Ja, wenn ich, das so passiert? Ich bin ungerne lange in der Stadt. Also wenn ich jetzt, guck mal, da vorne ist Hashim sein Studio, hat Desio sein Studio auch. Wenn ich dann da bin, da bin ich dann auch länger, ist mir egal. Aber so in der Stadt sein, unter Menschen, nicht gerne. Aber es hat auch nicht so, ist nicht wirklich Berlin. Berlin ist einfach eine volle Stadt. Ich mag viele Menschen nicht. Viele Menschen auf einem Haufen, das ist nicht so mein Ding. Ja, kann ich nachvollziehen. Problem ist nur, ich bin auch kein Online-Shopper. Ich mag das nicht, auf Sachen lange warten, bestellen und dann warten 3 Tage, bis das nach Hause kommt. Dann musst du in die Stadt. Ich muss in die Stadt. Wie gesagt, das fand ich gut. Essen fand ich gut. Das ist doch schön, wenn du glücklich bist. Ja. Du nicht so? Das hat mich jetzt nicht umgehauen. Das ist jetzt nicht. Morgen bist du dran dann, ne? Ja, ja, ja. Wo gehen wir morgen hin? Nee, morgen sind wir doch. Da. Ja. Und was machen wir? Was essen ich wir weiß auch? Nicht. Wenn wir was essen, dann überlege ich mir da was Gutes. Aber es darf kein veganer Laden, Vegetarier Laden sein. Wer sagt das? Es muss ein Laden sein, wo es alles gibt. Wie der jetzt, ein Laden, wo es alles gibt. Ich wusste nicht, dass das alles mit so, wie nennt man das nochmal, mit so, aber alles mit so alles Bedingungen zusammenhängt. Naja, klar. War ich mir nicht dessen bewusst. Naja, klar. Wir sind ja jetzt auch nicht in den Steakladen gegangen wegen dir. Das war jetzt für mich kein großer Unterschied zum Steak. Nein, es war echt okay. Ich den Steakladen, aber Koreanisch ist einfach nicht so krass meine Welt, aber es war okay. Ja. Ja. Ich fand's gut. Aber ist es hochpreisig, der Laden? Nee, ne? Marinierte Fleisch, das war gut. Das war sehr gut. Das war sehr, sehr lecker, ja. Muss ich sagen. Ich werde den Laden, glaube ich, nicht wiederfinden, aber... Dann heiratet doch, wenn ihr das so geil fandet. Kennst du direkt so extrem anti? Ja, Mann, ihr macht doch... Hat nicht Dings Alligator so einen Song so? Dann fick ihn doch, irgendwie sowas. Der ist auch ziemlich aggressiv. Fand ich ganz amüsant. Ich habe vorhin eine Sache vergessen, die mich eigentlich auch interessiert. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch irgendwo... Aber wann, was war denn der Moment, wann ihr eigentlich angefangen habt, darüber zu entscheiden, dass ihr jetzt was machen wollt? Weil ich habe die ersten Gerüchte darüber, die sind mir schon, das ist schon recht lange her, ehrlich gesagt. Von wem? Wer hat's? Quellenschutz. Kannst du den Heckscheibenbücher vielleicht ausmachen, wenn es dir nichts ausmacht? Ja, boah, der treibt mich in den Irrsinn. Wirklich? Ja, ich höre den die ganze Zeit. Hab den nicht mal mitgekriegt. Aber die Frage... Weiß ich gar nicht. Sowas tippt man ja nicht bei sich irgendwie im Kalender ein und hält das fest. Wann oder wie? Ich glaube, die Frage war wie, ne? Nee, wann und wie? Wann? Schon lange. Ja? Ja, jetzt nicht vor 5 Jahren. Nee, aber so, also wir waren im November in Amerika, in L.A. letztes Jahr. Dann war das vor dem Sommer letztes Jahr auf jeden Fall. Ja? Also Anfang 2016. Nicht ganz Anfang, aber doch so irgendwo so im Frühling. Weil er meinte, weil er, das war schon relativ so, oh, okay. Weil er auch meinte, ey, ich habe schon ein Studio gebucht. Also wir könnten das in L.A. machen, wir könnten November in L.A. dann sein. Da habe ich geguckt, oh, okay, gebucht, so das sind noch 6 Mal. Vielleicht Nägel mit Köpfen gemacht. Vielleicht mache ich ein Album, mal gucken, einfach mal Studio buchen in der Zeit und dann kam das. Es ist auf jeden Fall von der Collabo etwas, was ich nicht so sofort erwartet hätte, weil, also auch mich hat es ein kleines bisschen überrascht. Das ist ja auch das Geile daran, dieses Jahr ist ja ziemlich, das Collabo-Jahr ist mir aufgefallen, es sehr viele Collabos kommen ja dieses Jahr raus. Ist es so? Ja. Finde ich schon, da haben doch hier Summer Jam und Dings haben eine Kollabo. Ach so, ja, stimmt. Genau. Majo und Kodo machen gerade eins.
JPG kommt. Genau, JPG kommt auch nochmal wieder. Wir machen eins. Das ist schon auffällig, viele. Aber ich finde sowas schon gut. Und ich fände sogar, was ich echt krass fände, wäre, wenn sich mal 3-4 Leute zusammentun. Mhm. Aber bei uns hat man es eben nicht erwartet. Das ist wahrscheinlich eins von denen, die man nicht erwartet hat. Majo und Kodo, die sind auch ziemlich nah beieinander, so muss man schon sagen. Bei uns war eben diese Überraschung größer, ne, dass wir es machen. Bei dir habe ich immer mal wieder die Gerüchte gehört, ob es vielleicht auch noch zum zweiten Collabo-Album mit Azad kommt. Bei dir hätte ich auch, glaube ich, vielleicht eher noch mal was mit B-Tide erwartet. Ihr habt beide aber ja trotzdem Collabo-Erfahrungen schon. Was habt ihr anders gemacht in der Zusammenarbeit? Und was unterscheidet dieses Collabo-Album von denen, die ihr in eurer Vergangenheit gemacht habt? Dieser Blick. Menschen sind ja immer unterschiedlich miteinander. Also die menschlichen Beziehungen, die sind ja anders. Also, weißt du, ich habe Freunde, mit denen bin ich zum Beispiel, mit denen bin ich so, die sehe ich alle paar Monate und raste dann mit denen völlig aus oder so. Da habe ich Freunde, mit denen spreche ich sehr oft und über sehr viel tiefe Sachen, keine Ahnung so. Also ich glaube, genauso ist es auch. Aber ich glaube, wir sind durch das Ding gute Freunde geworden. Davor war das so aus Hip-Hop-Sicht so für uns als Fans einfach krass. Savage und Sido, die beiden Charaktere zusammen auf einem Album zu haben, das war für uns krass. In der Zeit sind wir aber richtig gute Freunde geworden. Davor kannten wir uns noch nicht mal richtig. Ja, genau. Das Ding. Was ist denn das Bild, das ihr voneinander gehabt habt, also bevor ihr angefangen habt zusammenzuarbeiten? Original das. Boah. Was ist, ich meine... Ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, aber sein Ruf eilt ihm ja auch voraus. Ne? Man kennt ja auch. Klingt fast negativ, aber erzähl. Nein, es ist ja so. Also vieles was man über Savage dann gehört hat, hat sich ja dann auch bewahrheitet. Ne? So, dass er im Studio ein bisschen länger braucht, das wusste ich vorher schon, bevor ich es gewusst habe. Also, dass er länger braucht, um auf den Punkt zu kommen. Ne? Dass er auch gerne mal 3 Tage im Studio sitzt, ohne was zu schreiben, weil es noch nicht so weit gekommen ist. Zum Beispiel, das wusste ich vorher schon. Eher kompliziert, nicht inkompetent. Ja, genau. Nee, das hatten wir ja vorhin mit dem Moment, auf das Momentum, auf das du wartest. Bruder, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich von Sigi für ein Bild hatte, Alter. Das ist wirklich schwer, weil im Nachhinein, obwohl er schon auch viel über sich redet und auch sehr offen ist, würde ich sagen, ist es doch nochmal was ganz anderes. Ich finde, ich kann eine Person am besten einschätzen ab dem Punkt, wo ich bei ihr zu Hause war. Habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, zu Hause hast du ja auch dein Umfeld um dich herum, wo es relativ schwer ist, eine Fassade wie in einem Interview oder wie auf der Bühne oder wie sonst wo aufrechtzuerhalten, so weißt du. Und ich gucke ja auf sowas. Ich gucke, wie ist die Person mit seinen Nächsten, weißt du, wie ist die Person mit seinen Kindern und so weiter. Und ich finde, da zeigt sich der Charakter eines Menschen irgendwie. Und darum muss ich sagen, ich hatte davor gar keine richtige Vorstellung, wie sie sein würde so. Was auf jeden Fall, dieses Freche, das hatte er auch schon früher, das hat er sich immer beibehalten. Ne? Also dieses Direkte, man kann es auch frech nennen, egal wie man will, aber das ist halt super direkt. Das hat Savas mir früher schon immer gesagt, zu Royalbunker-Zeiten hat Savas mir immer schon gesagt. Also mir immer wieder meine Frechheit bestätigt. Ne? Ja, der ist wirklich sehr, sehr direkt, aber da muss man sagen, dass das Gute daran ist, dass er zu allen so ist. Ne? Ja, genau. Also er ist zu allen sehr, sehr straight und macht dann seine Witzchen auch mit allen und auch dann seine Sprüche. Also das finde ich dann positiv, wenn ich jetzt gesehen hätte, ey, der ist zu dem einen so und zu dem anderen komplett so und das hätte ich nicht cool gefunden, für mich persönlich. So, da hätte ich gesagt, oh, warum ist er nicht zu allen gleich, aber so und ob er jetzt mit Russe so ist oder mit wem auch immer so. Weißt? Also daran waren auch Sachen natürlich, an die ich mich gewöhnen musste. Und über manche Sachen haben wir dann gesprochen und dann habe ich auch so mal einen anderen Blick dann dafür bekommen. So, ne? Was hast du anders gemacht als beim Collabo-Album mit Bushido? Ich habe im Grunde nichts. Was macht man denn schon groß? Man sitzt im Studio und schreibt Songs. So. Das haben wir auch gemacht. Also nicht viel anders. Ne? Weil ihr habt das am Anfang der ganzen Runde, die wir jetzt hier schon gemacht haben, ja gleich schon entkräftet, dass dieser Vorwurf, ja, jetzt wird versucht, die große Königshochzeit und dann versucht man noch ein bisschen Geld zu machen, den habt ihr gleich am Anfang versucht zu entkräften. Trotzdem ist ja das, was dann, also in ein paar Kommentaren, so, wie gesagt, ich mache dann so ein bisschen stichwortartig, aber dann mit ein paar Likes mehr dann auch da schon stand, dass dieser Impuls
wahrscheinlich wieder dieser negative Impuls, weil Leute das raushauen wollen, aber dann auch schon immer ziemlich schnell kommt. Ich persönlich als Fan dann aber auch einfach ein Freund davon bin, also es einfach gerne mag, wenn mal bestimmte Stile zusammenkommen. Ja, auch bei dem Album mit Bushido damals war auch unsere Intention nicht. Auch damals, auch wenn Leute das nicht glauben, aber wir haben auch damals weniger Geld verdient, als was wir mit einem Soloalbum verdient hätten zu dem Zeitpunkt. Und das war auch nicht unsere Intention. Unsere Intention war, wir verstehen uns jetzt, also wir müssen das irgendwie öffentlich machen, lass uns das mit einem Song machen. Und dann dachten wir, ja, warum ein Song? Lass uns doch gleich ein ganzes Album machen, kriegen wir doch hin, wir sind doch, ne? So, haben wir nie gemacht, lass uns doch gleich ein ganzes Album machen, nehmen wir ein bisschen Kohle mit und machen zusammen gleich ein ganzes Album anstatt nur einen Song. Das war die Intention damals. Aber auch dann im Studio war es kein Unterschied zu dem, wie wir jetzt gearbeitet. Natürlich war es anders, mit Savas zu arbeiten als mit Bushido. Aber trotzdem, am Ende des Tages habe ich einfach da gesessen und Songs geschrieben. Wir sind jetzt angekommen beim Label. Was? Richtig. War es eigentlich die einzige Option? Also es kommt über Universal? Ja. Die einzige? Nee, wir haben natürlich überall gefragt. Ja. Und warum hier? Überall, wo es relevant ist. Am Ende das beste Angebot. Na Logo. Dann gucken wir uns mal das an, was hier. Wo gehen wir zu Neffi ins Büro? Ne? Wir dürfen zu Neffi ins Büro. Ist der auch da? Keine Ahnung. Nee, der ist im Urlaub. Deswegen dürfen wir zu ihm ins Büro. Schöne Grüße, Neffi. Wo ist Neffi? Max Headroom? Ja, soll das sein? Vor meiner Zeit, ja. Oh, ich dachte, wir gehen jetzt zu Neffi. Neffi ist dein Büro. Willst du reingucken? Ja, kenne ich doch. Aber ich hab gedacht, war schon drin. Hier ist meine Bank übrigens von Bob Unplugged. Okay, wir gehen hier unten. Hier rechts, ja. Hi. Hello. Hello. Ja, genau. Donnerstag, ne? Video in Polen im Hai-Becken. Ja, die haben da so eine geile neue Technik. Die Polen sind sowieso ganz weit vorne, was so Kamerasachen angeht. Und schon die haben so eine Unterwassertechnik in so einem. Wirst du ja denn, ich will nicht so viel verraten. Wenn das klappt, wird geil. Geile Bilder. Warum eigentlich Hai auf dem Cover? Ein Hai ist auf dem Cover. Ja, gut, einer. Die Frage möchte Savas beantworten. Entschuldigung. Soll ich die Frage beantworten? Max Münster. Der Hai-Experte. Ja. Produktmanager. Label Manager, bitte. Ja, aber hier ist der Produktmanager. Entschuldigen Sie Boss, bitte. Boss. Boss. Max Münster, Ex-Rapper, heute Boss, will das gerne beantworten. Der Boss von Universal würde das gerne beantworten. Ey, ich muss eh grad los. Das ist auf jeden Fall schon eine Label-Lache, das passt schon, Alter. Immer wenn so eine unangenehme Frage kommt, dann lache ich einfach so ein bisschen dumm, weißt du? Hat man so gelernt. Ja. Ich gehöre aber zu den Journalisten, die sich auch als Journalisten verstehen, deswegen lasse ich die Frage nicht los. Also, ja. Cover wurde in die Gruppe geworfen. Che, der das Artwork gemacht hat, fand es grandios. Sigi war auch direkt down damit. Ich habe es am Anfang nicht verstanden und im Endeffekt dann brauchte es ein Telefonat mit Sigmund und der hat mich dann überzeugt, dass es das richtige Cover ist. Und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich extrem zufrieden, dass wir das genommen haben. Viel, viel besser als irgendein Foto oder irgend so ein Quatsch. Wow, zeig mal her. Das ist ja ein Dummy, ne? Wow. So wird's aussehen. Das for real? Wow! Der Hai auf dem Cover. Mhm. Wir dachten uns... Jetzt musst du dir echt eine gute Geschichte einfallen lassen. Wir dachten uns, wer, wenn nicht wir. Es klingt aber alles wie eine Geschichte. Also nee, aber das hat er wirklich gesagt. Ja? Ich werde alles bestätigen oder dementieren. Weil er mich am Telefon überzeugt hat. Genau, also wer, wenn nicht wir, habe ich gesagt. Ja, kannst du sehr viele Metaphern reinsetzen, ne? Ihr frisst den ganzen Markt auf. Na, es gibt auch eine Line auf dem Album, da heißt, ihr seid nur kleine Fische, ihr könnt den Hai nicht ficken. Und das soll dieses Cover auch sagen. Auch nichts weiter. Da steht nichts drauf, da steht, ne, egal, ihr sollt euch das selber angucken. Am Ende ist es ein Statement in jeder Form, dieser Hai. Ne? Also allein schon, dass da nichts draufsteht, ist ein Statement. Und das ist so, manche werden es vielleicht auch nennen, boah, seid ihr arrogant, aber das ist dann auch okay. Nach 20 Jahren Musik und erfolgreich sein, kann man das sich irgendwie auch und nach dem Status oder dem, was man gemacht hat, finde ich, darf man sich das dann auch erlauben, einfach nur ein Hai aufs Cover zu packen. Der Tag wird kommen, wo wir das nicht mehr sind. Ne? Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt? Wie seht ihr denn eure Position?
die King of Rap-Debatte müssen wir nicht aufmachen. Das heißt, ich hast ja schon was zu gesagt. Aber eure Rolle für wir sind Rap immer noch in wichtig. Wir sind immer noch wichtig. Deutschrap geht immer noch nicht ohne uns. Also würde bestimmt ohne uns gehen, aber viel zu viele Leute haben immer noch Interesse an dem, was wir machen. Wir gehören immer noch dazu. Vielleicht sind wir nicht mehr die Zugpferde und so, aber es ist auch ganz gut, nicht mehr in dieser Position unbedingt zu sein. Wir können uns jedenfalls nicht beschweren über unseren Erfolg. Immer noch nicht. Ne? Und das ist unsere Position. Wie siehst du es? Ja, ähnlich. Auf Motherfucker habe ich ja diese Line, wo ich sage, für jene, die denken, Relevanz lässt sich nur durch Erfolg bestimmen, hängen an den Wohnzimmerwänden unserer Villen die goldenen. Und genau das ist ja Fakt. Also an dem Tag, wo nur noch irgendwie 5, 6, 7, 8.000 Leute die CD kaufen, kann man sich auch sagen, okay, ich glaube, ich bin einfach, wahrscheinlich ist meine Musik nicht mehr so interessant für die Leute da draußen. Die haben nicht mehr so viel Bock. Und dann, aber bis dahin, ich meine, wie gesagt, solange man Gold geht und solange die Leute schreiben und solange immer noch aus irgendwelchen Tweets von einem Newsmeldungen gemacht werden. Ist man ja relevant. Ne? Anscheinend schon. Und darüber machen wir uns auch ehrlich gesagt keinen Kopf. Ich dachte nur, ich fand das Bild, als uns das geschickt wurde, fand ich das einfach gleich so krass, weil ich dachte, ja, wer sind denn die Haie in diesem Becken, wenn man Hip-Hop als Haifischbecken oder überhaupt als Becken definiert? Wer sind dann die Haie in diesem Becken? Aber das heißt ja dann auch kampfbereit sein? Ja, kampfbereit sein. Nicht, also ich bin jetzt nicht so einer, der jedes Battle annimmt und so. Und ich glaube auch, das ist auch Unsinn. Aber trotzdem sollte man, also man sollte es nicht übertreiben, auch mit mir nicht. Ne? Also guck mal, wenn in der UFC zwei Leute kämpfen, jetzt bin ich gespannt, im Oktagon, dann gewinnt einer von den beiden mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber mit Sicherheit gewinnt unter anderem Dana White. Und der braucht gar nicht in den Ring gehen. Der gewinnt in jedem Fall. Also was heißt kampfbereit? Weißt du, der Kampf hat sich verändert. Der hat sich irgendwie verlagert. Und für mich ist das zum Beispiel, was wir beim Splash gemacht haben, die Aktion, ist für mich so, ich hatte das Gefühl, als ich da vom Splash-Gelände gefahren bin, hatte ich das Gefühl, wir haben das Splash zerstört gerade mit der Aktion. Überhaupt, Splash war geil dieses Jahr. Ja, natürlich war es geil. Wir sind beide zu übergeilen Uhrzeiten aufgetreten, so weißt du. Und wir haben auch krass Party ich finde, gemacht. Wir haben den größten Impact, Eindruck dahinter lassen. Und das war für mich, das ist der Kampf jetzt, so weißt du. Natürlich muss ich jetzt nicht versuchen, irgendeinem Cloud-Rapper oder dem Trap-Rapper seinen Hype wegzurappen oder zu sagen, oh, das kann ich jetzt aber besser und ich kann mir die Haare noch bunter färben und ich kann mir noch mehr Kontaktlinsen ins Auge brettern und ich kann noch verrückter tanzen, so weißt du. Das ist jetzt deren Baustelle, das ist cool, mach du dein Ding da. Unser Kampf ist jetzt woanders. Unser Oktagon ist jetzt gewachsen. So. Splash hast du eben schon, haben wir vorhin schon ein bisschen noch mal betont, dass es eine sehr geile Zeit gewesen ist. Den Eindruck hatte ich euch auch, als ich euch da getroffen hatte. Das hatte schon wieder fast so was. Also die Jugend ist falsch, aber so also frisch. Aber ich zählte ja sowieso da. Ja. Also er campt da die ganze Zeit. Und ich bin einfach auch schon einen Tag vorher angereist und habe mir da einfach, obwohl ich nicht da hätte sein müssen, da die ganze Atmosphäre gegeben. Und wir haben einfach richtig gut einen drauf immer. Ja, war nett. Richtig gut. Ich frage mich, wo du warst, als wir über den Campingplatz gestorben sind. Da habe ich gerade abgezählt. So, ich habe gehört von der Idee, dass die Idee aufkommt. Ach so, ernsthaft? Ja, man geht jetzt alle zum Camping. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo es eskaliert. Jetzt fährst du lieber. Und ich habe dann die Flucht ergriffen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die gute oder die schlechte Idee gewesen ist. Ja, als ich es dann gesehen habe, wäre ich auch gerne dabei gewesen. Aber auch ein bisschen nicht. Nächste, wir haben schon fürs nächste Splash haben wir schon Pläne. Alles klar, sag Bescheid. Ne? Also wir machen ein Splash im Splash. Ja, finde ich sehr gut. Was muss ein Album heute haben? Oder was muss es für eine Bedeutung haben? Ja, es ist ein Album bei jungen Leuten. Also, ich kaufe mir nicht nur junge Leute CDs, aber das ist die größte Klientel. Bei denen ist ein Album scheißegal. Das Album ist scheißegal. Es sei denn, man ist wirklich ein Fan von jemandem, aber es gibt kaum noch Leute, die wirklich so viele Fans akquirieren können. Und geschweige denn durch ihre Musik so viele Fans akquirieren können. Ja, aber habt ihr dann Singles produziert oder habt ihr ein Album produziert? Nee, wir haben ein Album produziert. Keine einzige Single, würde ich sagen. Ja,
noch nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht. Das war auch so lustig in den Kommentaren. Oh, nicht, dass da jetzt 6-mal Astronaut drauf ist. Ja, das, sowas ist gar nicht da drauf. Darüber haben wir uns auch wirklich ernsthaft keinen Kopf gemacht, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass man im Radio läuft, wenn man sich nicht komplett anbiedert, irgendwas macht, was nicht wir beide sind. So, ne? Aber genau unter dem Aspekt, dass du selber jetzt auch schon ein paar Mal betont hast, dass heute es um Singles geht, bei den jungen Leuten gar nicht mehr um Album, also dass das Album so ein bisschen an Bedeutung verliert, du andersrum mir aber auf jeden Fall ein Verfechter dafür bist, dass das Album in sich wichtig ist und erhalten bleiben muss, vielleicht auch als Qualitätssiegel, als Ganzes gesehen werden muss. Welche Rolle hat dann dieses Album? In unseren Köpfen ist es bestimmt ein Meilenstein. Aber wenn wir jetzt sagen, dieses Album ist ein Meilenstein, dann klingt das arrogant und dann klingt das überheblich, weil wir das produziert haben. Aber in meinem Kopf, in seinem Kopf wahrscheinlich auch, ist es das, worauf wir gewartet haben als Fans, was wir selber auch wollten. So wie ein Album von Jay-Z und Nas zum Beispiel. Oder Jay-Z und Eminem oder irgendwie sowas. Und also viele Leute haben ihre Vorstellung davon, wie es dann klingt, wenn sie es hören. Also viele mal Leute machen sich auf, es ist relevant zumindest für die Leute, ne? Wie sie es finden, soll jeder für sich selber entscheiden. Aber für die Szene ist es jedenfalls relevant schon mal. Das kriegt man schon mal mit. Also es ist nicht eine Sache, die so im Sand verläuft. Ach, die beiden machen ein Album, okay. So wie Marvin Gaye reagiert hat im Auto, in der Hotbox reagiert hat, als wir gesagt haben, wir machen ein Album. Marvin Gaye einfach so, ach, okay. Und womit irgendwas da vorne rum. Das ist ja nicht der Durchschnitt. Der Durchschnitt ist ja tatsächlich, dass Leute sich dafür interessieren. Ne? Ob sie es haten, das gibt es auch, dass sie wirklich überdurchschnittlich viele Kommentare schreiben und das haten. Oder irgendwas erwarten davon. Zumindest ist es interessant für die Leute. Die Feature-Auswahl, also ich gehe mal davon aus, dass Lagmann auf jeden Fall ein Fan-Feature ist. Kann man das so definieren? Oder beschreibt mir mit euren Worten? Lagmann ist ein, also als wir überlegt haben, wer könnte aufs Album, mein erster Wunschkandidat überhaupt war Lagmann. Weil ich den sehr feier. Alles, irgendwie tatsächlich alles, was ich von ihm höre, finde ich geil. Da gibt es nichts, was abstürzt oder so. Ich finde alles geil. Ja, und der ist super underrated in meinen Augen und den wollten wir gerne die Plattform bieten. Mhm. Tatsächlich, ne? Das war auch ein... Und menschlich auch. Überkrasser Typ, ne? Ja. Ich finde halt total faszinierend, wie der sich es geschafft hat, jetzt wieder bei dir, weil das ist auch auf seine Art und Weise aus der Zeit, aus der er kommt, auch eine Legende. Und ich finde das beeindruckend und freue mich auch sehr darüber, wie er es gerade schafft, sich so seine Position wieder zurückzuarbeiten. Ne? Auch wie der sich entwickelt hat. Mittlerweile rappt er ja auch. Ja. Gut, ne? Früher war der ja einfach nur ein Typ und hat aber wirklich überdurchschnittlich schlecht gerappt, muss man so gerade sagen. Also der hat nichts getroffen. Anders so richtig, halt. Ne? Das war sehr anders. Ja, sehr anders. Er mag selber auch nicht so sehr die alten Verses so, aber ich fand das damals auch schon cool. Aber weil du sagst, wie er es geschafft hat, sich die Position zurückzuarbeiten. Ich glaube, in seinem Kopf war Lucky, für sich selber war er nie weg oder irgendwas. Der hat sich selber immer gesagt, ey, ich bin der beste Rapper, Alter. Also Lucky hat 100% auch diese Einstellung, dass er für sich sagt, ich bin der beste MC in diesem Land, fertig, so, es gibt keinen besseren. Aber ich glaube, das ist ein gesundes Künstler-Rapper-Bewusstsein, das MC man braucht. Das gehört dazu, sonst, das muss sonst so sein. Brauchst du nicht mitzumachen. Ne? Das muss so sein. Ja, aber deswegen sage ich, das war auch nie daran gebunden, dass er sich gesagt hat, habe ich jetzt 1000 verkauft, habe ich 5000 oder 10.000 verkauft. So. Ja, der musste aufs Album. Ist dann Materia sowas wie der dritte König auf einer Hochzeit oder auch ein Fan-Feature? Der Name ist, als wir überlegt haben, wen man featuren könnte, auch ganz, ganz früh gefallen. Von beiden Seiten. Ich dachte erst, es ist vielleicht doch ein bisschen nah an mir, weil wir schon überlegt haben, die Features sollen nicht, deswegen haben wir keinen aus unserem Umfeld mit auf dem Album. Genau, da wäre ich noch drauf gekommen. Ja, die Features sollten nicht so sein, dass man es erahnen kann, wer da kommt. So. Und dann ist Materia, war dann für mich, war es vielleicht doch ein bisschen zu nah an mir. Es gibt Songs von uns beiden, man sieht uns öfter beide und so. Ne? Da fand ich es jetzt nicht so weit weg. Aber am Ende haben wir uns doch dann für ihn entschieden. Das Schöne ist bei einem Martin, dass er einfach auch keine Allüren schiebt und sich keinen Film daraus macht, sondern einfach auch sagt, oh geil, ich feiere dein Album oder den Song, den feiere ich überkrass ab, so weißt du. Also das ist so, es gibt keine bittere Pille. Es ist nicht so, dass du erst isst und es ist süß und danach wird es extrem sauer, wie bei so einem Center-Shock oder so. Sondern es ist einfach, der ist so, wie er ist und der ist einfach guter cool. Mensch auch. Und der ist einfach auf dem Boden geblieben so und ich wäre zu ganz anderen Sachen bereit. Also ich würde schon ganz andere Features auch machen, wenn ich wüsste, dass die Leute normal ticken. Aber dadurch, dass mir bewusst ist, dass man es mit einem Haufen Soziopathen, Psychopathen und Wahnsinnigen zu tun hat, würde ich bestimmte Kombis würde ich überhaupt gar nicht vorschlagen, weil ich mir sagen würde, ey,
wenn wir das machen, so, oder wenn du mit dem einen Song machst, so, ein halbes Jahr später, das hat so, bringt so einen Rattenschwanz mit sich oder irgendwas, so, weißt du, und dann ist schon wieder so, wie gesagt, Allüren, Filme, Rumgeheule. Da war dann aber ein bisschen mehr Kopf machen vielleicht hilfreich bei der Feature-Liste? Also, es klingt ja wieder so, als ob du dir auf jeden Fall ein bisschen mehr Gedanken hast. Nein, wir haben uns gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber das war so, das war für mich von innen heraus. Der Einzige, den wir wirklich drauf haben wollten, also war Lackmann, den haben wir auch direkt angerufen und gesagt, machst du, er hat direkt auch gemacht. Und dann hatten wir diesen Song Normale Leute, der so ganz anders war als das, worauf man Materia normalerweise hört. Und da wollten wir ihn dann drauf haben, ne? Um ihn auch zu fordern, so, ne? Zeig mal. Und ihm auch so, ne? Viele Leute sagen ja auch, das ist gar kein richtiger Hip-Hop, was Materia macht und so weiter, um ihm auch ein bisschen die Kredibilität zu geben. Ne? Er kann es ja schon sehr gut, was er da auch wieder macht, immer diese in so einer halben Zeile die Props vergeben und seine Wurzeln mit definieren. Ja, aber gehen wir mal kurz auf seine Strophe ein, ne? Die ist unfassbar gut. Ich weiß, so viele Leute von außerhalb von Rap, die sich mit Rap nicht so krass befassen, peilen das gar nicht, diese Reimstruktur. Der hat ja komplett durchgereimt auf zwei Reime die ganze Strophe. Aber auch A, B, A, B, ne? Um es mal ein bisschen zu verdeutlichen, weil sie verstehen. Aber die Strophe ist sehr, sehr versiert. Ne? Also, so dass wir beide da saßen, als wir die Strophe geschickt bekommen haben, haben krass. Hat er uns gerade gefickt mit der Stunde? Inhaltlich auch krass auf jeden Fall. Nico Santos ist das dritte Feature, ne? Warum? Sigi liebt den. Nein, aber wir haben nämlich schon einen Song angefangen, den wir dann nicht genommen haben. Und dann haben wir Haie gemacht. Da meinte Sigi wieder, komm, wir holen jetzt nochmal Nico ins Studio. Glaub mir, das ist super geil. Wir haben schon einen mit Nico gemacht, den wir dann doch nicht genommen haben. Okay. Dann musste es quasi noch eine Möglichkeit geben. Ja, ich mag den Typen auch, ich mag die Stimme auch. Das passt zu Hip-Hop. Super, der passt Junge zu Hip-Hop auf jeden auch. Fall. Sehr, sehr, sehr lieber Junge, echt. Wirklich. Und sehr musikalisch auch. Sehr, sehr. Also mit dem kann man im Studio wirklich gute Dinge machen. War die Liste lang an Features? Also Ideen? Habt ihr viel darüber nachgedacht, Gäste reinzuholen? Oder war es eher nur so punktuell, dass es eine Lücke? War nie so ein großes Thema, nee. Wir hätten jetzt auch nicht viel mehr draufgeböllert. Aber wir haben noch ein geheimes Feature. Olli Bando ist noch drauf, aber es wird fast keiner raushören. Bei, wie heißt der Song, Freund oder Feind, hat er die Background-Vocals in der Hook gesungen. Sowas zum Beispiel, das sind die Sachen, die ich geil finde. Das ist so etwas, was so Kanye machen würde. Der holt sich jemanden als Feature zu irgendeinem Song, wo er aber dann sagt, ey Bruder, kannst du einfach nur die Adlibs machen oder so. Und das, aber ich finde dann auch so die größte Besitzung zu sagen, geil, ich mach das so, ich supporte euch dabei eurem Ding, so weißt du. Aber hast du nicht gesehen, gibt es eine Stelle, wo jemand was sagt, was von einer Tonart auch nicht mit euch beiden? Achso, ja. Das ist Borg. Dirk. Das ist ein Kollege von mir. Dirk, ja. Dirk Batschera. Der B aus ist das Pfälzisch, ne? Pfälzisch? Nein, was ist das für eine Sprache? Der kommt aus Dossenheim. Aus Heidelberg-Nähe. Das ist das andere Secret Feature. Der schwätzt so. Ja. Nee, und da ist ja 51 ist ja auch der drauf. Der Playboy 51 ist ja auch. Oh, shit. Ah, okay. Der sagt ja auch Dinge. Und auf einem Song ist auch, was ihr wollt, da haben wir so Sachen von uns. Wir haben, als wir in L.A. waren, fast jede Nacht stundenlang Playboy 51 Interviews geguckt und so. Da gibt es ein ganz legendäres, da waren wir in irgendeiner Talkshow bei Vera oder so. Die konnten wir schon mitsprechen. Und da haben wir ein paar Sachen gesampled aus dieser Talkshow. Viel Liebe fürs Detail. Dann frage ich mich, was dieser Skit an, oh, wo ist denn der hinten dran? Ah, den musst du einfach wirken lassen, da können wir gar nicht so viel sagen. Der Skit? Schwede. Wie gut fandst du den? Sag ganz ehrlich, wie gut fandst du den? Wie wirkt der auf dich, dieser Skit? Also was denkt man, wenn man den... Fremdscham die ersten Sekunden. Und dann irgendwann verstehe ich den, also glaube ich zumindest, verstehe ich den Witz da dran und habe Mitleid. Das ist aber real shit, ne? Das ist nicht bestellt, ne? Das ist wirklich geil. Wir dürfen nicht zu viel erzählen, ne? Ja. Ein Kumpel von uns hat das von einem Kumpel geschickt bekommen. Wir wissen nicht, wer es ist, ja, von wem es kommt, wir haben keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall real life. Es ist alles Murat seine Schuld und das geht alles auf Murat seine Kappe. Und nur mal damit noch ein bisschen tiefer gehen, die hatten einen Tag vorher, gab es da wohl ein Tinder-Date. Wenn du am Ball bleiben willst, sag ihm Bescheid. Wenn ich mir heute Deutschrap angucke, ohne jetzt, was ja am Anfang mein Credo war, ich versuche jetzt um Namen herumzuarbeiten, aber um die Entwicklung, dann merke ich, dass heute sehr viel, es geht um Turner, wenn ich mir Splash auf Tritte von jungen, aufstrebenden Künstlern angucke, dann ist manchmal Filme. Rin, ja. Was da los war, unfassbar.
unfassbar Party mit einem Künstler, der die meiste Zeit Playback, wo es im Prinzip wie ein... Das Publikum hat ja komplett alles mitgeschrien. Richtig, genau. Und das ist dann ja von der Entwicklung etwas, wo ich auch mit vielen Künstlern schon Diskussionen darüber geführt habe, dass es auf jeden Fall in eine andere Richtung geht, von dem, was ihr im Royal Bunker euch selber beigebracht habt oder über Hip-Hop-Sozialisierung für eure Karriere mitgenommen habt. Erste Frage, wie geht ihr damit um? Offen. Also ich. Du schmerzhafter wahrscheinlich, ne? Was heißt schmerzhaft? Es geht nicht um Rin persönlich, es geht einfach um die Tatsache, dass das geht ja bei Travis Scott genauso los. Also da ist über Full-Playbacks rappen? Ich würde es nicht machen, aber ich sage immer, wer bin ich, dass ich anderen sage, was sie machen sollen. Nur weil ich das anders gelernt habe, muss das nicht heißen, dass das, so wie ich das sehe, dass das richtig ist. Nee, ich finde trotzdem, man ist versierter, wenn man zeigt, dass man es ohne kann. Wollte ich gerade sagen, ist doch andersrum dann auch eher eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass diese Werte, klingt immer so hoch, aber diese Art nicht verloren geht, oder? Nee, darum geht's gar nicht. Ich glaube, wenn man zeigen will, dass man was drauf hat, dann macht man es ohne. Ich glaube, dass man das, die machen ja Full-Playback, weil sie einfach nicht alles mitmachen wollen. Weil sie ein paar Wörter sagen wollen, dann das Mikrofon wieder weghalten wollen und dass dann der Song aber weiterläuft. Deswegen machen die Leute Full-Playback. Die wollen es sich leicht machen. Darum geht's, glaube ich. Ne? Also, oder ist das tatsächlich einfach nur ein Stilmittel heutzutage? Das ist neuer Swag. Ich würde sagen, das ist ein klares Stilmittel. Einfach, man lässt den Song, glaube ich, man könnte den komplett durchrappen. Man feiert sich selber ab quasi. Du bist sozusagen fast schon Teil der Crowd, du feierst es mit ab. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch die Effekte auf den Vocals am Ende live dann so ja, es gibt nämlich auch die. Es gibt die, die haben einen Typen hinten, der spielt das Autotune live auf dein Mikrofon. Ja. Das finde ich dann, das ist doch super, da machen sich Leute Gedanken und du ziehst deinen Song durch. Aber aufs Playback-Rappen ist für mich wirklich affig. Auf der anderen Seite gehört dazu natürlich auch, dass bei Rin, ich will jetzt nicht hochzählen, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall eine geringere Anzahl Auftritte gewesen ist, bis auf den Splash vor zigtausend Leuten saß. Aber du sagst jetzt immer Turner. Rin, aber voll viele, also die meisten rappen jetzt auf Full-Playback. Nee, es geht vom Effekt her, von dem Wahnsinn, dass du auch quasi die Verantwortung hast, einem Publikum von 10.000 Leuten etwas zu zeigen und damit dann diese Show nicht zu verkacken. Ja, also das finde ich aber grundsätzlich, müssen sich Leute, wenn die eine Show spielen, müssen die sich Gedanken machen, was da auf der Bühne passiert, wie das aussieht. Aber auf der anderen Seite habt ihr im Royal Bunker halt jahrelang Zeit gehabt, überhaupt zu trainieren und die ersten Shows ja genauso vor, keine Ahnung. Ja, ich werde immer mehr Respekt haben, das kann ich dir sagen, ich werde immer mehr Respekt haben vor Leuten, die das alles können, die ganze Materie können. Ne, die alles von A nach B verstanden haben, vor denen werde ich immer mehr Respekt haben. Aber was nicht heißt, dass ich die anderen nicht auch feiere. Ja. Ne? Ich sehe es irgendwie eigentlich genauso wie bei Ghostwriting und so. Ne? Ich finde, jeder muss für sich selber das entscheiden. Ich habe das als MC habe ich gesagt, für mich kommt das nicht in Frage, dass jemand für mich einen ganzen Part schreibt. Oder irgendwas, wenn ich mit einem Homie da sitze und wir schmeißen uns ein paar Reime zu. Oder der hat eine Idee für eine Hook. Alles schön und gut, das ist eine ganz andere Welt. Aber es gibt auch Leute mittlerweile, die auch sagen, ey, ganz ehrlich, wo ist das Problem so, ne? Und ich sag mal so, ich krieg auf Instagram, gerade auf Insta, sehr, sehr viele Videos von jungen Leuten, von denen ich noch nie was gehört habe, die richtige MCs sind einfach. Die richtig gut rappen. Und die mich dann fragen, ja, kannst du mir was dazu sagen? Kannst du das teilen? Was auch immer. Aber die sind ja da, aber die sind nicht erfolgreich. Aber die sind ja da. Das heißt, es gibt genauso viele für jeden Rapper, der Full-Playback rappt, gibt es einen, der überhaupt kein Playback oder der alleine auf der Bühne steht, komplett ohne Backup und das Ding durchpfeffert. So, ne? Also ich glaube, ich würde, wenn ich auf einem Konzert bin und da spielt einer Full-Playback, würde ich gehen. Hätte ich keinen Bock drauf. Ja. Aber ich würde den anderen ihren Spaß gönnen. So, ne? Wenn das heute so die Regel ist, keine Ahnung. Ich für mich... Meine Entscheidung wäre, ich würde mir das nicht reinziehen. Das ist nicht das, wofür ich Geld bezahlt habe, jemanden dabei zuzugucken auf Vollplayback zu machen. Das ist ein ähnlicher Effekt bei mir. Die ersten Male habe ich gedacht, was zur Hölle, ich komme halt einfach von anderen Leuten, habe anderen Leuten dabei zugeguckt, sehe dann dieses Playback, merke dann aber irgendwann, wie krass diese Generation darauf abgeht. Ja, sollen die doch machen. Mein ältester Sohn ist 17, der feiert, der springt damit rum. Ja, genau. Dem ist egal, Vollplayback, der macht sich über sowas gar keinen Kopf. Ne? Der will einfach den Turn-Up, das ist heute der Film. Die Leute wollen den Turn-Up, die wollen nicht zuhören, was der jetzt Schlaues zu sagen hat, sondern kann ich Turn-Up haben zu seiner Mucke. Ist doch okay. Habt ihr Gedanken über den Moment, wenn ihr mal zu alt für Rap seid? Wann ist man das? Weiß ich nicht. Oder es klingt wie eine kranke Floskel, ne? Ich bin 42, ich schwöre, ich fühle mich wie fucking 25, 26. Also ich fühle mich an manchen Stellen in meinem Leben schon erwachsen, aber im Großen und Ganzen, ich komme mir nie alt vor. Wie sieht die aus?
Nie. Also deswegen so, mir geht das auch nicht nah, wenn einer sagt, ja, du bist ja überalt oder irgendwas. Ich sage, Bruder, ich fühle mich nicht alt so. Meine Freunde sind nicht alt, meine Frau ist nicht alt, ich bin nicht alt. Also ich fühle mich nicht alt. Das tut mir leid so, aber ich bin auch cool damit. Selbst wenn ich alt wäre, wäre ich alt. Dann wäre ich halt ein älterer Rapper oder ein alter Rapper. Bestimmt. Man ist bestimmt zu alt für den Rap, den die jungen Leute so feiern. Dafür ist man bestimmt zu alt. Ja, aber dicker Assad macht auch jetzt trappigen Sound, Alter. Ja, nee, das meine ich gar nicht. Ich meine damit die Attitüde. Von denen, nicht vom Sound, ich meine von der Attitüde. Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich finde, dass er ist mit dieser ganzen Frankfurter Attitüde, mit dem Paket, was drumherum, das wirklich gut verkörpert, dass das soundtechnisch funktionieren soll, mit der Ästhetik, die er dazu einfach nur mal als Person verkörpert. Verstehe aber auch, wenn das, glaube ich, manchmal so dieser Versuch, 20-Jährigen mit deiner Musik zu gefallen, dann wird es gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt mittlerweile Hip-Hop, den jeder hören kann, der nicht nur für junge Leute ist, so ein universellen Hip-Hop. Ne? Ist das universeller Hip-Hop? Ja. Dann wünsche ich viel Erfolg, dass die Leute es als Meilenstein wahrnehmen in den nächsten Jahren. Ich habe es gefeiert, aber das hat er ja schon erzählt. Nur nochmal am Ende, damit die Leute ihr das auch wissen und die Leute das sehen. Vielen Dank euch, alles bitte, Gute danke. Und danke, wir sehen uns dann bei der Goldverleihung. Tschüss.